Heute zeige ich euch, wie ihr Videos belichten könnt, wie in Hollywood, aber mit einem kleineren Budget. Dafür schauen wir uns heute mal eine sehr, sehr beliebte Technik an, wenn es um Belichtung von Videos geht, die man englisch Booklighting nennt. Am Ende des Videos schauen wir uns auch nochmal an, wie das Booklight im Gegensatz zu der ganz normalen Softbox mit Grid aussieht. Also vorab erstmal, was braucht ihr für so ein Lichtsetup? Als erstes braucht ihr dann natürlich ein Licht und dabei natürlich am besten ein Videolicht, was mit so einer Kappe auch vorne drauf kommt, dass ihr das Licht richten könnt. Aber theoretisch könnt ihr auch eine ganz normale LED nehmen oder halt eine Haushaltslampe, die eine bestimmte Lichtfarbe hat, wie fast Tageslicht, wäre ganz angenehm. Als zweites braucht ihr eine weiße Fläche, die das reflektiert. In Hollywood und an Sets nimmt man sowas wie ein Floppy, nennt man das. Und das ist nichts weiter als eigentlich eine weiße Fläche, die nicht durchsichtig ist und die einfach nur reflektiert. Was ihr noch nutzen könnt, ist so ein 5-in-1 Reflektor, den viele vielleicht zu Hause haben. Und wenn nicht, gibt es den auch ganz, ganz günstig zu kaufen. Ich verlinke mal einen unten. Außerdem könnt ihr auch einfach irgendeine harte Oberfläche nehmen, die halt weiß ist. Oder ihr könnt sie dann weiß bekleben, dass es halt wirklich eine weiße Fläche ist, die reflektiert. Als drittes braucht ihr unbedingt ein Diffusion-Material. Also das, was ihr in den Softboxen dazwischen habt, damit das Licht weicher wird. Und das könnt ihr zum Beispiel auch nehmen, wenn ihr noch eine alte Softbox habt, könnt ihr das auch dafür nehmen. Oder wenn ihr eine Tischdecke habt, eine weiße, oder ein Bettlaken funktioniert auch. Oder tatsächlich ein weißer Duschvorhang, der ist eigentlich auch ideal dafür. Genau, und um das Ganze zu befestigen und auszurichten, braucht ihr noch ein paar Sachen. Was ich gerne dafür benutze, ist hier so eine Klemme. Die kann man im Internet ziemlich günstig kaufen. Würde ich auch ein paar mehr von nehmen, weil die kann man immer gebrauchen, wenn man so bestimmte Lichtsetups kreieren will. Und wenn ihr sowas nicht habt, habt ihr wahrscheinlich sowas hier zu Hause. Das ganz simples Panzertape, damit kann man halt auch alles mögliche provisorisch ankleben und ja, reicht eigentlich oft meistens. Was ihr auf jeden Fall noch braucht, sind C-Stands, aber das müssen jetzt nicht irgendwelche teuren Lichtständer sein oder so und so weiter. Das können halt auch ziemlich günstige und einfache sein, weil die Geräte, die wir daran hängen oder Sachen, die sind halt nicht schwer und deshalb braucht man nicht total schweres Ding haben. Das Einzige, was ein bisschen stabiler sein sollte, ist auf jeden Fall da, wo euer Licht dann drauf steht. Ich habe in diesem Beispiel zum Beispiel einen Mikrofonständer auch als Hilfe genommen. Es gibt aber auch so C-Stands mit so Verlängerungen, wo man das auch super rankleben kann oder mit den Klemmen befestigen kann. Also das Diffusion-Material. Also Ständer kann man auf jeden Fall nie genug haben. Ja. Für den Negative Fill von der Seite, dass wir schöne Schatten haben, kann man auf jeden Fall solche Reflektoren auch nehmen. Dann müsst ihr einfach nur das umdrehen und die schwarze Seite nehmen und die auch irgendwie hinhängen. Das kann man ganz einfach an ein Stativ auch ranmachen oder halt an die Decke kleben oder an die Wand. Was ihr auch noch nehmen könnt, ist natürlich sowas wie eine schwarze Tischdecke, die ein bisschen dicker ist. Eine schwarze Decke, die könnt ihr euch auch rechts dann oder da, wo euer Schatten ist, dann hinhängen, damit das Licht nicht so bounced. Okay, lasst uns loslegen. Also, wir haben jetzt hier die Sony A7 S3. Damit filmen wir auf diesen Stuhl. Sieht jetzt noch ein bisschen chaotisch aus. Hier ist noch ein Monitor dran. Als erstes brauchen wir unser Licht. Das ist ein Amaran 200X. Also der hat 200 Watt. Eigentlich viel zu viel Power. Braucht man nicht unbedingt. Wichtig ist, dass ihr hier vorne diesen Lichtformer drauf lasst, damit wir mehr gerichtetes Licht gleich haben. Wir platzieren das Licht jetzt so. Wir wollen jetzt gleich hier was hinstellen, das ist reflektiertes Licht. Deswegen zeigt das Licht jetzt in die gegengesetzte Richtung. Also nicht auf den, der hier sitzt, der jetzt interviewt wird oder der jetzt ein Talking Head aufnimmt, sondern in die andere Richtung. So, als nächstes habe ich hier so einen 5-in-1 Reflektor. Da ist auch eine schwarze Oberfläche dabei und eine weiße und so weiter. Und wenn ihr die weiße nehmt, dann reflektiert die auf jeden Fall sehr gut Licht. Das nehmen wir jetzt. Dann brauchen wir noch so eine Klemme oder ja, Panzertape oder ja, so ein Tape würde auch gehen. Und wir brauchen halt ein ganz einfaches Stativ. So, und diese Reflektoren haben meistens so ein Ende hier oben. Und das bringen wir jetzt hier an, indem wir jetzt die Klemme einfach hier oben ransetzen und schon hält es eigentlich. So, mit der weißen Seite werden wir jetzt diesen Reflektor jetzt hier vorne platzieren. Als wenn wir jetzt mit der Softbox, also in der Richtung, leuchten würden auf den, der hier sitzt. Und als nächstes richte ich unser Licht hier drauf auf. Genau, so dass das Licht jetzt hier reflektiert und hier rauf scheint. Das ist jetzt noch ein bisschen hell, wir drehen das jetzt mal ein bisschen runter. Als nächstes habe ich hier einfach nur einen stinknormalen Mikrofonständer. Also total billiges Teil. Das benutze ich jetzt, das brauche ich jetzt einfach mal. Und stelle das hier rein. Genau, und dann mache ich es ein bisschen höher. Okay, als nächstes habe ich hier einfach so von einer
alten Softbox habe ich hier so eine Diffusion-Folie. Ihr könnt dafür auch eine Decke, eine weiße nehmen, eine dünne, oder ein Bettlaken oder ein Tischtuch und so weiter. Und ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, diese Klemmen hier zu kaufen. Die sind echt mega praktisch. Man kann damit fast alles machen. Genau, das nehmen wir jetzt und machen das hier ran. Zweite. So, und jetzt müssen wir es noch vor unser Licht bringen, dass wir das reflektieren und dann da durchscheinen lassen. Davor. Und schon haben wir eigentlich schon fast unser Booklight. Genau, und wenn wir uns jetzt vor die Kamera setzen, haben wir eigentlich schon ein ziemlich cooles Licht hier. Also, ich zeige euch das nochmal kurz. Wir haben hier einmal unsere Hauptlichtquelle, die reflektiert hier an diesem 5-in-1 Reflektor und geht dann durch dieses Diffusion-Material und trifft dann am Ende hier auf meine Seite. Und schon haben wir eigentlich ein ziemlich softes Light und können damit echt gut arbeiten. Also ihr habt gerade gesehen, dass wir schon ein schönes weiches Licht haben und das Booklight echt schon ziemlich cool ist. Aber da wir hier überall weiße Wände haben und tatsächlich genau neben mir ist auch eine, wenn ich da sitze, reflektiert das alles und dadurch wird meine Schattenseite irgendwie so weich ausgeleuchtet und ist, ja, wir haben nicht so einen wirklichen Kontrast. Und deshalb kann man jetzt auf jeden Fall auch noch einen Negative Fill benutzen, also wie so eine schwarze Wand. Und ich habe hier jetzt so ein Riesending. Eigentlich bräuchte ich das gar nicht so groß, aber tatsächlich, als ich es gekauft habe, habe ich gedacht, das ist irgendwie kleiner. Ja, aber theoretisch könntet ihr auch eine Decke nehmen oder irgendein Tischtuch oder sowas. Hauptsache es ist schwarz und fängt das Licht so ein bisschen ein. Und das könntet ihr dann rechts neben euch machen, in dem Fall ist es jetzt rechts, auf der Schattenseite. Und das stellen wir jetzt hier genau daneben. Hier sitze ich dann gleich. Hier ist unser Hauptlicht. Genau, und schauen wir uns mal an, wie das aussieht. Und das vergleichen wir jetzt nochmal einfach mit einer ganz normalen Softbox mit Grid. Genau, jetzt haben wir hier eine Softbox mit Grid. Das ist eine ganz einfache von Godox. Und wir haben jetzt hier rechts immer noch unseren Negative Fill. Schauen wir mal, wie das aussieht. Also ja, kann sich auch sehen lassen auf jeden Fall. Und lasst uns das mal vergleichen mit dem anderen. Okay, das ist unser Setup ohne Licht. Das ist Setup nur mit Booklighting. Und als letztes noch den Negative Fill hinzugefügt. Okay, jetzt schreibt mir mal in die Kommentare, welches von den beiden Lichtern gefällt euch besser. Also dieses Booklighting wird tatsächlich oft in professionellen Filmproduktionen oder in professionellen Interviews, die geführt werden, angewandt, weil es halt wirklich ein sehr, sehr softes Light macht. Sorry, dass die Aufnahme jetzt von dem Lichtaufbau nicht ganz so gut war, da ich meine zweite Kamera verkauft habe und die neue ist leider noch unterwegs und hat Lieferverzögerung. Okay, ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen inspirieren, jetzt auch mal ein bisschen mit Licht rumzuspielen und auch vielleicht mal versuchen, so ein Setup aufzubauen und vielleicht deine Videos ein bisschen besser zu machen, besser zu belichten. Mir hat es auf jeden Fall mega Spaß gemacht, das irgendwie hier zusammenzubauen. Und ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen was weitergeben. Wenn dir das Video gefallen hat, dann like es und abonniere den Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao! Für die Gear-Nerds unter uns, mich filmt gerade die A7 S3 mit einem Carl Zeiss Distagon 28mm Blende 2.8 aus den 80ern.